Aber das Problem ist halt, dass ich jetzt nicht mit wenn. Eigentlich möchte ich gerne probieren. Andererseits möchte ich auch erstmal den Laden retten und den Fokus jetzt nicht auf, ja, ich schmeiße halt vielleicht mal ein bisschen viel Geld zum Fenster raus. So, ich möchte das halt eigentlich dafür nicht opfern. Dafür, dass es dann am Ende vielleicht halt gar nicht funktioniert. Das ist halt ein bisschen das Dilemma, ne? in dem ich vielleicht auch gerade bin, ne? Weil ich möchte, wie gesagt, hier auch nicht jetzt einfach irgendwie was opfern, was dann am Ende vielleicht doof ist. Ich hätte gerne so zwei, damit ihr vielleicht wisst, was ich meine, ich hätte gerne so zwei Quadrate in meinem Laden, die durch Wände ausgestochen sind sozusagen, sodass man da nochmal Wände hat, um diese hier so ein bisschen zu entlasten, die Außenwände. Fände ich eigentlich ganz cool. Da müsste ich halt nur gucken, wie ich das umsetzen möchte. So, dass es halt auch wirklich dann so ist, wie ich es haben. Das ist echt unglaublich, dass immer alles im Weg ist, ne? So, die sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen schöner ausgerichtet. Ja, die natürlich jetzt nicht, da darf man nicht so drauf achten. Das ist natürlich eine Katastrophe, was hier jetzt gerade passiert ist. Ich fände das, glaube ich, ganz schön, wenn man jetzt hier dann die Schuhe an dieser Wand hat. Auch ein bisschen Abstand. Das Problem ist halt, dass wir nicht viel Wand gewonnen haben, ne? An sich jetzt, sondern wir haben Boden. Haben wir gut gemacht. Hier alles noch so komplett random irgendwo. Ja, wir werden diese Vierecke bauen. Zumindest eins, glaub, na, oder auch nicht. Weil andererseits mache ich mir da wieder Boden kaputt, relativ viel. Kann man auch einfach so eine einzelne Wand ziehen? Das geht ja bestimmt auch, ne? Dann würde ich einfach so einzelne Wände ziehen. So L's oder so. Verschwende ich jetzt einen Tag dafür, dass ich das nachgucke, damit ich, weil ich Bock drauf habe. Und dann richten wir den Laden vernünftig ein. Und dann sind wir fertig. Machen wir das? Ist im Lager alles ausgepackt? Oh, natürlich nicht. Wir machen erstmal hier die Ware voll, die wir haben, alle. Weil solange ich das nicht weiß, wie ich das habe, kann ich natürlich auch die Bodensachen nicht platzieren, ne? Also ich kann halt nicht jetzt sagen, ja, ich platziere jetzt hier die ganzen Sachen am Boden. Weil das passt gerade so gut. Das passt nämlich gar nicht dann. Leider. Die Schuhe auch schon alle immer vollständig. Nee, die Schuhe hab ich nicht. Wahrscheinlich habe ich die Hosen und die Röcke und so schon bestellt, ne? Vollständig. Andererseits habe ich, wenn ich jetzt Wände platziere, wieder Angst, dass die Kunden da dann einfach so richtig stumpf vorlaufen. Auch wenn die ja eigentlich gut gemeint sind.
Aber ich weiß halt auch nicht, ob das. Ich kann es halt nicht ausprobieren, ne? Das ist. Also ich kann es ausprobieren, klar. Aber ich kann es halt nicht in dem Sinne ausprobieren, dass ich einfach sagen kann, okay, ich mache jetzt einfach mal, weil dann geht ein ganzer Tag, den ich dann verschwende praktisch. Einfach weil ich sage, ich möchte was ausprobieren. Und ob das dann so sinnvoll ist. Ich bezweifle das irgendwie. Ich glaube, das mit den. Aber ich brauche eigentlich. Das Problem ist, was ich habe. In meinem Kopf brauche ich halt. Also, weil ich habe halt vor, so ein bisschen was an. Das zu platzieren. Nämlich diese Dinger hier. Andererseits habe ich ja auch mehr Platz durch die Kassen jetzt. Ich muss mal gucken. Also, wir haben ja durchaus ein bisschen mehr Platz jetzt, ne? Das kann man ja schon mal sagen. Das ist auf jeden Fall, das kann man festhalten, das ist Fakt. Jetzt müssen wir den halt nur sinnvoll nutzen irgendwie, ne? Wie viel Uhr ist es jetzt? Nicht mehr so viel Zeit. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich habe noch genug Zeit, um das mit euch hier ganz in Ruhe, um das Ganze in Ruhe zu Ende zu probieren. Sonst wäre es jetzt auch richtig doof, das weiterzumachen. Das getestet zu haben, wäre halt einfach dann doof, weil in dem Moment natürlich auch wieder ein Tag verloren geht, weil ich kann ja nicht einfach jetzt sagen, okay, ich würde das wahrscheinlich einfach so anlassen, stehen lassen. Okay. Ich bin auch ehrlich, vielleicht möchte ich halt doch auch nicht die Wände haben, weil ich mir das auch irgendwie gerade nicht gut vorstellen kann, wie ich die einziehen möchte. Ich würde es vielleicht schon ganz gerne auch ohne Wände schaffen, ohne dass ich die einziehen muss, ja. Deshalb machen wir jetzt erstmal hier. Ich hoffe, dass das was bringt. Wie gesagt, das neue, das so ein neues Konzept vielleicht. Mit ein bisschen mehr Platz im Innenraum. Ich habe auch jetzt schon eine Idee, wie ich die anderen Sachen hinstellen möchte. Aber auf eine gewisse Art und Weise bin ich einfach gespannt, ob das, was ich hier tue, wie sinnvoll das ist oder ob am Ende es heißt, ja. Die Idee, die du da hast, ist richtig schön und toll. Nur umsetzen. In der Umsetzung bringt das nichts. Weil die Leute trotzdem überall vorlaufen.
Ja, weil ich jetzt da drin gestanden habe, ne? Naja, ist egal. Wir machen weiter. Das soll auch da hinten bleiben, Tatsache. Also das ist jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie das so jetzt aus Spaß mache, sondern das hätte ich gerne, glaube ich, da hinten. In so einer Reihe. Aber ich glaube, dass ich dafür zu viel Platz habe. Das ist aber gut, wenn ich dafür zu viel Platz habe. Was sind denn nur noch zwei? Oh, das ist sehr gut sogar. Mal irgendwo noch da hinten, bitte. Und du auch. Irgendwo noch hier hinten. Und du kannst auch irgendwo noch da hinten hin vergehen. So. Bitte funktioniere einfach. Es ist auch egal, wie es funktioniert. Es muss halt nur irgendwie funktionieren jetzt gleich, ne? Jetzt können wir nämlich hier diese Dinger. Erstmal auch da hinstellen. Einfach. Obwohl, nee, das geht nicht. Das sieht nicht gut aus, so. Challenge, ich habe aber die Herausforderung angenommen, hier das jetzt zu schaffen, dass es gut aussehen wird, ja. Dann machen wir es anders. Dann komm du da mal bitte weg. Dann tun wir da nämlich das erste Kleid hin. Weil wir die ja auch anders platzieren dann, ne? Logischerweise. Ich möchte die Wand frei halten. So ein bisschen zumindest. So kann ich nämlich dann hier das wunderbar machen. So, und jetzt machen wir dieses Ding. Irgendwie so halt. Irgendwie so. Jetzt immer in schön dem gleichen Abstand. Die hier platzieren, ja. So, haben wir nämlich hier zu den Röcken auch ein bisschen mehr Abstand. Und das finde ich eigentlich ganz schön, so, ja. Andererseits, wenn ich die Wand dann vollhänge. Aber was soll denn an die Wand überhaupt rankommen, ne? Das ist so die andere Frage, weil die kommen auf jeden Fall hier rüber. Und nach da vorne, dass wir so eine Pullover-Ecke haben praktisch.
Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, wie das Konzept am Ende jetzt aussehen wird. Weiß ich noch nicht so. Ich muss halt erst die Wände machen, bevor ich den Innenraum machen kann, ne? Ich muss halt erst die Wände machen. Was hier hinkommt, ist klar. Nicht du. Du kommst auf jeden Fall da weg. Ist auch egal, welcher davon da wegkommt. Aber ihr kommt nach. Hier, das sind die Heels, glaube ich, ne? Dann kommen dann natürlich auch Heels nochmal neben. Weil ich habe davon ja, müsste ich ja eigentlich zwei Stück haben. Hi, Heels sind hier noch. Das ist ein bisschen jetzt auch gucken, ne? Wie man das alles organisiert. So, dann haben wir nämlich die erste Pyramide so ein bisschen entzerrt und ein bisschen aufgelöst schon mal. Und wir haben auch diese Kleiderwand schon, die ja immer hier war, weggemacht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Weil das ist natürlich auch blöd. Entfernt, das ist aber auch okay, weil sie ja nie platziert waren eigentlich richtig. Ja, die Wand muss voll sein. Ich würde halt, ich habe so viele Sachen an Wänden, ne? Ja, die Wände können ja aber auch dicht besiedelt sein. Es geht ja auch um die Verkaufsfläche, die dann ein bisschen freier werden soll, ne? Am Ende des Tages. Voll schon unterwegs hier. Wofür sind denn diese ganzen Dinger hier für? Ich weiß auch nicht, wofür die alle sind, um ehrlich zu sein. Also wir haben ja nicht nur Unterwäsche eigentlich an denen, oder? Waren da nicht auch Kleider und so dran an dem einen noch? Weil die würde ich nämlich ganz gerne dann da Tatsache auch hängen lassen, da hinten. Die für die Kleider. Aber da weiß ich gar nicht genau, wie wir das gemacht haben. In den anderen Läden. Ich habe jetzt nicht gut aufgepasst. Da würde ich gleich einfach eben einmal kurz gucken wollen. Das mache ich mal eben. Einen Moment, wir gehen mal eben kurz in diesen anderen Screen rein.
damit ich hier gucken kann, wie wir das gemacht haben. Wo habe ich den King of Retail? Das müsste ja irgendwo hier sein, ja. Irgendwas kann ich eigentlich auch gleich in dem Laden hier machen, ne? So, ich glaube, wie viele sind das? Oh Gott. 1, 2, Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, es sind 8, okay. Also hätte ich das richtig im Kopf. 8 Bügel, die dann hängen bleiben dürfen. Hängen bleiben sollen, hängen bleiben müssen. Und der Wand da hinten, weil da sollen ja dann die Kleider hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind schon zu wenig. Muss ich auch mal leer. Was ist hier jetzt für Tag? Nee, das sind schon Kleider, das ist schon richtig. Die Kleider sollen hängen bleiben hier hinten. Das ist richtig. Ja, Kleider, das ist gut. Ein Lehrer, das ist auch okay. Hier sind wieder Kleider. Und Kleider, das ist gut. Die hätte ich aber ganz gerne, dass die auch dann hier auch an der Kasse hängen können, ruhig an der einen. Ich glaube, das wird jetzt nicht so das krasse Problem sein, wenn ich die jetzt hier so hinhänge. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So, zwei Stück brauche ich noch mit Kleidern, bitte. Gott, der Laden, ne? Ich gebe zu, im Moment sieht er nicht gut aus, ja. Im Moment ist es nicht so gut, aber ist egal. 7 und einer noch. Dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Acht. Ich gebe zu, ich finde das hier doch nicht schön. Bin ich ehrlich, weil es bleibt auch nicht dastehen, weil ich die Wand so nicht nutzen kann. Deswegen machen wir das doch anders. Zumindest ein bisschen. Denn hier hätte ich gerne an der Wand diese hier. Wir dürfen auch ganz an die Wand. Das ist vollkommen okay. Ich würde sagen, die dürfen auch ruhig nah beieinander sein. Da wir jetzt ja nicht so viel Platz haben hier an der Wand. Bis zu den Kleidern. Aber dann haben wir zumindest schon mal so ein paar
Sachen entschärft und es in schön hinkriegt. Was heißt in schön hinkriegt, ne? Das ist auch wieder objektiv, aber subjektiv. Objektiv, alles klar. Komme ich noch irgendwie noch einen dahin? Ist halt so die Frage. Ich muss nur irgendwie. Also wenn ich noch einen hinbekomme, irgendwie da, dann hätte ich halt eine schöne Reihe von sechs verschiedenen Schuhen. So finde ich es doof, weil wir nur fünf haben. Jetzt die Frage, kann ich den Kassen. Ich muss den Kassenbereich weiter nach vorne verschieben, ne? Ein Stückchen, ne? Hier schieben. Eins, zwei, drei, vier. Fünf? Das müssen fünf sein. Eins, zwei, drei. Ja, ich probiere jetzt hier wirklich alles, um das möglichst platzsparend zu machen. Also auch eins, zwei, eins, zwei. Das reicht auch. Das reicht auch. So, ganz brutal gesagt, hier der Platz zwischen den Kassen wird halt ein bisschen kleiner gemacht, einfach. Aber das ist ja vernünftig, ja. Oh, eins, zwei, drei. Drei.